würde man auch noch das Wasser in meiner Karriere. Also ich bin echt bemüht. Also es freut mich wirklich, dass man da diese Herbstvertiler-Geschichte mitten im Sommer. Ja, unter dem Franitzky hat es das nicht gegeben. Ich möchte ja klar sagen, unter dem Franitzky hat es noch Jahreszeiten gegeben. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Aber das ist jetzt halt anders mit dem Feimann und dem Mitteregger, oder? Von der ÖVP-Chef brauchst du jetzt noch gar keinen Namen mehr merken. Das hört sich überhaupt nicht aus. Das ist ja alle zwei Monate neu. Also, wir tun ja ehrlich, wir tun ja wirklich diese Schulkinderlatte da geschichte Birchel kriegen. So mein ÖVP-Chef in aktuellen, verheiratet er vor drei Monaten. Also, das ist absolut nicht. Das ist, ich weiß auch nicht, was da genau los ist. Also, es gehört doch sicher was geändert und ich glaube, also wir können das sicher alles ändern, wenn wir uns anhalten und wenn wir das gescheit machen, aber es ja, zahlt sich gar nicht aus, weil so jeder sein Leben lang, jeder soll sich sein Pool daheim bauen, so jeder daheim bleiben und den Pool da saufen. Da brauche ich nicht großartig da irgendwo zur Veranstaltung angehen, so ein Schwachsinn. Ich habe eh Facebook, habe eh meine 5000 Freunde, meine 5000 besten Freunde, mit denen kann ich reden, wirklich. Ich habe einen Spaß. Letztens kommt einer zu mir und sagt, ja, wir sind auf Facebook befreundet. Ich sage, jetzt werden die depperten real auch schon aus. Ich brauche den Scheiß, wirklich. Meine 70 besten Freunde sind nicht da. Also. Da sind 15 Spitzenpolitiker drum. Das ist ein Lebenslauf, Alter. Ja, wir werden das ändern. So sprich ich euch, wir brauchen in der Regierung, im Land, im Bund viel mehr kabarettistischen Einfluss, weil es ist ja wohl schwierig. Also, da müssen ja die Politiker auch Rücksicht nehmen. Du kannst ja nicht über einen Politiker was machen, der einen Namen hat, auf den sich was reimt. Also, ich meine, ich will jetzt keinen Namen nennen. Also, da täte ich mir halt ziemlich ins eigene Fleisch schneiden. Also, aber ja, ist jetzt so. Vielleicht brauchen wir viel mehr die Kirchen in der Landesregierung und in der Bundesregierung. Also, Kirche und Staat, das gehört wieder viel näher zusammen. Also, ich habe es super gelebt von der Kirche früher. Also, aber mein Vorteil war ja, ich war so schief, dass mich kein Pfarrer angegriffen hat. Das hat sich Gott sei Dank geändert, wie man sieht. Und was mir wirklich anhilft, dass ich nicht so, das taugt mir bei Kabarettisten schon. Da fehlt ja 10 Minuten noch ein Programm, wenn Sie es möchten. Also die klassischen Kabarettisten arbeiten viel härter wie die anderen. Also, da hat es einmal auf den Weg gibt. Nein, wirklich super Geld von der Kirche, weil ich war dann mit Abstand bester Ministrant. Also 20 Schilling bei einem Begräbnis, 40 Schilling bei einer Hochzeit oder ungefähr so. Und ich habe mich immer schon gefreut, wenn einer gestorben ist, weil es war wieder ein 20er. Und da mir die in der Kirche erzählt haben, also ja, und jetzt, der wird wiedergeboren und wir schon wieder gefreut, weil dann stirbt der wieder. Das waren noch 100.000 Schilling im Jahr, was du hast. Und jetzt habe ich vorher gesagt, naja, der stirbt den einmal, gibt es mir gleich 40. Ich denke, das war Weltklasse. Also. Und da stelle ich mir wirklich die Frage, wer ist der Gott eigentlich? Also, das muss ein unheimlich blader Mann sein, mit einem Hawaii-Hemd, der irgendwo sitzt und sagt, so ist sie, Mann, das kann so nicht sein. Also, was. Und kriegt, ich meine, der setzt einen Burm in die Welt, ja. Der ist nur mit Hauer-Armaton bereit. 12 Jahre was geworden, ich meine. Fängt schon bei der Geburt an, da kriegt er Weihrauch, Myrrhe und Marihuana oder irgendwo. Und was soll denn aus dem Burm werden? So logisch. Und damit seine Freunde, also, schreibt er damit Freunden, also zum Beispiel der Judas. Also, der Judas hat ihm beinahe verraten, da. Hat dann gesagt, ja, der weiß, was er gemacht hat, wissen es bis heute nicht, aber der ist dann hergegangen und hat dann 32 Euro gekriegt für sein Verrat da und hat dann ein Haus gekauft mit Bank und hat sie aufgehängt. Also, der hat das irgendwie gar nicht so blöd gemacht. Also, und irgendwie umgekehrt auf die österreichische Innenpolitik, denke ich mir schon die ganze Zeit, wer ist denn der Judas? Aber so richtig findet man keinen, weil bei uns passiert das nicht so, dass irgendeiner was für Geld macht oder so. Das ist ein Irrtum.
Dann zum Beispiel, ehe der Hahn kräht, willst du mich dreimal verleugnen. Ja? Der Hahn, der ist jetzt in Brüssel. Der ist weg. Ja, so war das mit der Kirche. Ich wollte dann Fußballer werden. Also, ich habe dann eine tolle Fußballerkarriere gemacht. Ich habe dann gesagt, so in den ganzen Unterklasseverein bin ich auch groß. Und habe gesagt, ich spiele nur für Essen und Trinken. Nach 2 Monaten haben sie mir 1.000 erzahlt. Und haben gesagt, nein, das können wir nicht erzahlen, was du frisst. Und dann habe ich aufgehört und dann bin ich halt ja nichts. Also, es wisst ihr, im Winkel für alle erfolgreichen Torleute werden einmal Bier genannt. Also, da würde ich jetzt auch nicht weiterdenken. Also, Keppelwil ist zu alt, brauchen wir nicht diskutieren. Also, ich meine, das könnt ihr mir dann draufschreiben, wo ich selber aufstehen mit mir kann, aber scheißegal, nein. Ich würde vorschlagen, wir machen uns heute einen schönen Abend. Wir haben eine Aftershow-Party im Franz Josef geplant, verdiene doppelt. Also, und in England heißt das Essen nicht nur Food, es schmeckt da so. Tut jetzt gar nichts zur Sache, aber ist ja wurscht. Und bevor wir jetzt heimgehen, bleiben wir noch ein bisschen da. Und ja, falls am Gehsteig auf der Straße passieren die meisten Unfälle.